Markus Reiterberger zu Gast bei der IDM. Herzlich willkommen. Hast ein bisschen Urlaub gemacht noch drüben in den USA, habe ich gesehen. Ja, wie gefällt's dir? Ist ja deine alte Heimat. Ja, auf alle Fälle. Ist immer wieder schön, hier zu sein in Schleiz. Ich habe eine sehr enge und lange Verbindung mit Schleiz. Das ist eine meiner Lieblingsrennstrecken und es ist schwierig, heute zuzuschauen und nicht selber zu fahren. Besonders ja auch nach Laguna Seca, was ja eine ähnliche Strecke ist vom Charakter her. Ja, ich war noch eine Woche in Kalifornien und habe noch ein bisschen auf dem Enduro-Motocross geübt. Dann haben wir ein paar Tage ein bisschen Urlaub gemacht und bin jetzt froh, dass wir ein bisschen Pause haben, um sie einfach vorzubereiten. Aber es freut mich richtig, hier zu sein. Ja, es war zu lesen, dass geplant ist für die Zukunft, den Werner Dehm als festen Riding-Coach zu installieren. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, das ist eigentlich die ganze Saison schon so vorgesehen. Leider hat der Werner nicht überall Zeit gehabt. Aber normalerweise soll er jetzt bei allen Rennen wieder dabei sein, das schon eine große Hilfe für mich ist. Und da müssen wir einfach zusammen weiterarbeiten, damit wir bessere Ergebnisse einfahren. Das wird dann schon. Du bist einer, das ist bekannt, der sich wohlfühlen muss in dem Team, in der Mannschaft, mit den Partnern, mit den Sponsoren. Wie wichtig sind diese Beziehungen für dich zu BMW zum Beispiel oder auch zu X-Lite? Ja, sehr wichtig. Man braucht ja erstmal ein sehr gutes Material und dann braucht man natürlich auch Vertrauen dazu. Und ich kann mich glücklich schätzen, ich habe wirklich gute Leute, gutes Material, gute Ausrüstung und kann mich da wirklich sicher aufs Fahren konzentrieren. Und ja, ein wichtiger Bestandteil ist eben mein Helm und bin sehr froh, damit ich auch da vor Ort immer gute Unterstützung habe. Wir haben hier einen X-Lite-Helm. Ist an dem Helm, den du fährst, das ist jetzt nicht deiner, das ist der von Ilja Michalczyk, ist an so einem Helm irgendwas anders als das, was ich mir im Laden kaufen kann? Wir fahren im Prinzip auch den X803, wie du ja im Shop kaufen kannst. Natürlich haben wir schon ein paar Projekte oder ein paar andere Sachen drauf, wie wir haben so einen extra langen Spoiler in der WM, den man halt nur vom Racing Service vor Ort kriegt. Aber ansonsten ist die Basis von dem Helm das gleiche und sind natürlich schon teilweise angepasst auf die, wenn du irgendwo Stellen hast, die dir vielleicht nicht ganz so komfortabel sind, dann wird es halt nochmal verbessert, sage ich mal. Aber im Prinzip ist die Basis der X803. Ganz wichtig ist auch der Service an der Rennstrecke, also Visiere, Helm reinigen, Helm trocknen und ähnliche Dinge. Ja, das ist ja eben, da ist Nolan X-Lite ganz weit vorne oder sozusagen eigentlich die einzigen, die das machen. Bei uns im World Superbike Paddock sind das, bringst den Helm hin, du kriegst Abreißbier drauf, gereinigt, hast immer Top-Material und da sind die wirklich dahinter und auch hier in der IDM war das eigentlich immer die einzigen, die da waren vor Ort und das richtig gepflegt haben. Und das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, wenn man da sich nicht drum kümmern muss und rausgeben kann und einfach Gas geben. Hat man als Fahrer eine Sorge weniger. Der kommt gleich zum Einsatz bei Ilja Michalczyk. Wie schätzt du die Situation in der IDM Superbike ein? Julian Puffe vor seinem Heimspiel in Schleiz in Führung in der Tabelle. Was sagt Markus Reiterberger? Ja, generell freue ich mich natürlich, dass die neue BMW jetzt von Anfang an schon vorne dabei ist. Und natürlich auch mein ehemaliges Team, wo ich mich sehr wohlgefühlt habe. Es ist schön, den beiden zuzuschauen. Ich denke, der Julian macht einen sehr guten Job. Der wird immer besser und schneller. Und ich denke, dass er Ilja bald Paroli bieten kann. Und ja, wir freuen uns auf gute Zweikämpfe. Freuen wir uns auch drauf. Danke, Markus Reiterberger.